Sie sehen nun eine Ansammlung von Fallout New Vegas Bugs. Beginnen wir mit einem Klassiker. Ich habe gerade im Ödland einen Haufen Menschen abgeknallt. Interessant. Das werde ich auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine protokollieren. Er ist weg. Er ist einfach weg. Ah ja, auch das werde ich auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine protokollieren. So ein Blödsinn. Oh, ein alter, gebrechlicher Mann. Oh, das ist natürlich was anderes. Wie kann ich helfen? Deutsche Synchronisation. Fail! Wir haben Schnaps, Medikamente und jede Menge Huren. Wenn Sie ein bisschen zocken wollen, im hinteren Teil des Casinos, links, ist ein Wechselschalter. Fail! Die Karamin... Fail! Die kaminrote Karawane. Ja, der Verlust der Patrouillen beschäftigt ihn jetzt... Fail! Ja, der Patou... Fail! Ja, der Verlust der Patrouille... Selbst ich weiß, wie man Audiospuren vernünftig schneidet. Ich und mein Pony, sein Name ist Johnny, wir reiten Richtung Sonnenuntergang. Ja, hallo, wenn ich mich kurz vorstellen dürfte, ich bin ein Wanderer des Ödlands und Sie sehen so ein bisschen so aus, als würden Sie im Boden feststecken. Und außerdem sind Sie so ein bisschen überlagert oder doppelt, keine Ahnung. Oh mein Gott, der hat zwei Köpfe! Guten Tag. Fisto ist das ist Fisto, der Sexbot. Wenn man ihn einmal engagiert und ihn danach anspricht, schenkt er einem immer wieder 10 Kronkorken. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Oh, und falls ihr die Aufgabe Topstars von Tommy Turini im Tops angenommen habt, kommt ja nicht auf die Idee, alle Stars auf einmal zu rekrutieren und danach zu Tommy Turini, Fail. Typ wie auch immer der Kackkerl heißt, zurückzukehren. Ihr müsst nach jedem Einzelnen zu Tommy kommen, sonst verursacht ihr einen Quest-Bug. Tommy lässt sich dann nicht mehr ansprechen und ihr könnt die Mission nicht abschließen. Und wenn ihr so wie ich noch andere Missionen zwischendurch erledigt habt, dann müsst ihr vielleicht einen ganz alten Safe laden, um den Bug rückgängig zu machen, was euch dann ungefähr 6 Level zurückwirft. Fick dich, Tommy! Fick dich! Was sollte das denn jetzt?